Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in War Thunder. Heute geht's ums neueste Update mit dem Namen Winged Lions, also beflügelte Löwen oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Ist natürlich eine Anspielung auf neue Flugzeuge und natürlich auf die israelische Luftwaffe, die dann jetzt den Weg ins Spiel gefunden hat. Ihr könnt euch diesen Zugriff einfach kaufen, indem ihr sagt, ihr geht dann halt ja, hier drüber und bekauft euch dann quasi ein Pass dazu, also ein Flugzeug, dann könnt ihr quasi dann teilnehmen dazu. Also Flugzeug wäre einmal die Spitfire bzw. die A4E. Ich persönlich habe das mal irgendwann bei den Schiffen so gemacht. Ich habe einfach den Support geschrieben und hallo, ich würde gerne mitmachen und war dann irgendwie in der Beta dabei. Kann man machen, muss man nicht. Mir fehlt momentan eh die Zeit dafür. Und wenn ich den Forschungsbaum sehe, dann sehe ich überall Flugzeuge, die ich schon habe. Bis auf die S199. Ne? Die habe ich halt noch nicht. Ne? Dann dabei. Sieht mir schwer nach einer Messerschmitt aus. Ja, muss man halt mal gucken, was das dann so wird dabei. Ist auf jeden Fall ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also es ist viel Copy-Paste, ne, wenn ich das so sehe. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ja gut. Ich habe es ja schon vorher mal gesagt, dass es natürlich irgendwie so ein bisschen Copy-Paste sein wird. Bei dem Heer, ja, die haben natürlich ihre eigenen dabei. Die haben aber auch viel von den Briten übernommen und so weiter und so fort. Das ist auch wieder so eine Sherman-Variante hier. Mit einer 105er ist natürlich schon ganz schön krass. Gut, auf 6-0 muss man halt mal gucken, ne? Null Panzerung, gute Kanone. Naja, mal gucken. Also da muss man ja mal so ein bisschen sehen dabei. Nichtsdestotrotz bestimmt interessant, wieder was Neues, interessanter als, ja, wobei eigentlich ist es, erinnert es so ein bisschen an den chinesischen Forschungsbaum, ne? Naja, egal, mal gucken, was das so wird. Des Weiteren gucken wir natürlich auch auf die Patch Notes, was denn da so dazugekommen ist. Also, Winged Lions heißt natürlich, also es ist natürlich sehr flugzeugspezifisch, sage ich mal. Denn es gibt ja natürlich, wie gesagt, die israelische Luftwaffe und dann gibt es halt noch ein paar neue Flugzeuge dabei, die den Weg ins Spiel gefunden haben. Hier gibt es zum Beispiel jetzt eine Mirage, müsste hier irgendwo sein. Genau, hier gibt es aber eine Seafire, die ich jetzt auch noch erforschen muss. Was soll der Scheiß denn jetzt? Mann, ich habe das hier schon bei den Schweden, wenn ich da nämlich aufs Heer gehe. Da, den muss ich jetzt auch erforschen, weil ich den UDIS haben will. Und bei den Franzosen muss ich das jetzt auch machen. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen hier. Super. Oh, ich könnte im Strahl kotzen. Na egal, mal gucken. Hier gibt es jetzt eine Mirage hier unten. Ist auch ganz nett, eine neue. Ja, bitte, ne? Alles gut. Muss man halt mal sehen dabei. Dann gibt es 14 neue Fahrzeuge für den Boden dann dabei. Für die Leute, die dann im Top-Tier spielen, vielleicht ganz interessant, weil die Japaner, upsala, falsch geklickert, die haben jetzt hier unten quasi den Typ 10. Das ist dann quasi das ja, 11.0-Fahrzeug von denen. Bessere Panzerung und so ein Quatsch dabei, alles mal sehr gespannt. Bis ich da bin, da ist eh nächstes Jahr Weihnachten und noch länger. Gucken wir mal. Bis ich da bin, ist Corona vorbei. Wisst ihr Bescheid, ne? So, also, ja, was gibt's noch Neues? Wie gesagt, neue Fahrzeuge und so weiter und so fort. Dann gibt's eine Sache, die finde ich persönlich ganz interessant. Ich zeige es euch sehr gerne. Und zwar muss man dafür echt weit nach unten gehen bei den ganzen Sachen. Ist nämlich mit einer der letzten Patch-Notes dabei. Ne? Und wir hören mal. Das hört sich ziemlich cool an. Hört er. Schon geil, ne? Hat schon was. Den auch da. Treffen wieder nicht. Doch, jetzt mal. Ja, ein paar Treffer gibt's auch noch. Ziemlich cool. Also die Sounds der Jets wurden verbessert und das hört sich jetzt mal so an wie ein Jet. Ich habe leider das Glück, Pech, wie auch immer, dass ich in einem Gebiet in Deutschland wohne, welches als Luftübungsgebiet quasi ausgezeichnet wurde. Das ist sehr nervig manchmal. Das war früher, war das in den 90ern noch viel, viel nerviger. Aktuell geht es eigentlich. Ja, ab und zu üben dann hier irgendwelche Nationen irgendwelche Flugmanöver und das ist immer gut, wenn man Kinder ins Bett bringen muss. Dann macht das immer besonders viel Spaß, wenn draußen dann irgendwelche Jets fliegen. Nicht so lecker, aber egal, was auch immer. Dann gibt es hier so ein paar neue Animationen davon. Das ist auch dann ziemlich nett aus dann dabei. Wobei das eigentlich schon mal ganz nett so aussah. Sounds generell wurden verändert. Die Sounds der Fahrzeuge wurden verändert. Und man hört jetzt wiederum, wo ein Fahrzeug sein kann und wo es nicht kann. Das hört man dann im Gefecht deutlich besser dann dabei. Also das ist schon ziemlich cool. Mit den Jets, das ist auch geil. So ein Jet ist richtig laut. Also damals, ich durfte, musste ja noch zur Bundeswehr und da ist dann einmal ein Tornado über uns hergeflogen. Das ist im Tiefflug wirklich scheiße laut, sage ich euch. Und ja, da hört man nichts anderes. Da hört man nur dieses Ding da rumfliegen. Das ist schon echt übel. Und mir gefallen die neuen Sounds. Das hört sich wirklich sehr, sehr nett an. Dann zeige ich euch noch eine Sache, die sieht ziemlich cool aus, finde ich zumindest. Das ist eher so eine optische Sache, aber ich finde, das haben die gut gemacht. Das muss man ja auch sagen. Dann gehen wir, ist mir bei dem hier aufgefallen.
War eine kleine Testfahrt, es kommt natürlich auch mit anderen Fahrzeugen, sieht man das natürlich auch, aber mir ist das bei diesem Fahrzeug halt besonders aufgefallen, nämlich wenn man jetzt hier losfährt und mal ein bisschen Gas gibt, dann man achte jetzt mal auf die, also hier zwischen der Rakete und dem Kommandoauspuff, also jetzt gehen wir mal, also da, hier zwischen, wenn ich jetzt Gas gebe, dann wird das so unscharf, ne, das, weil das kommt halt, bei dem hier geht es eigentlich. Ich zeige euch das gleich noch was anderem. Das ist quasi die Abgase. Ne? Und jeder weiß natürlich, wenn Abgase rauskommen, das flackert dann so komisch. Man sieht das dann, was ich, in der Formel 1 besonders stark oder sowas. Und dann ist das halt so schön am Flackern. Das ist ein sehr, sehr netter Effekt, den ich euch jetzt gleich nochmal zeigen werde. Nämlich, wenn ich mal hier hingehe, dann, ich muss mit Bomben fliegen. Das ist auch wieder so eine Logik, die ich in Warzone nicht verstehen kann. Du bist ein Bomber, du musst mit Bomben fliegen. Ja, anders geht das nicht. Wenn man jetzt hier mal auf die Triebwerke guckt, dann sieht das ziemlich cool aus. Also hier ist zu nah rangesund, ne? Hier zu einer Seite, dieses Flackern, das ist echt cool, ne? Sounds sind mega geil. Ich bin eine Runde hier Rado geflogen in den Ground Forces und dann ist mir das aufgefallen, dachte ich, wow, das sieht echt cool aus und es hört sich richtig gut an. Und wenn ihr unten auf dem Boden seid und über euch fliegt ein Jet lang, dann ist das schon, das kommt richtig cool rüber, ne? Frag mich dann, warum sie das nicht eher gemacht haben mit den Sounds dabei. Jetzt wollte ich gerade mal schnell starten, damit man das mal ein bisschen mit dem Geflacker ein bisschen besser sieht. Oh, eingefahren hier das Ganze, ne? Und jetzt sieht man das quasi richtig schön, wie das jetzt hier so flackert, ne? Also hinten das ganze Flugzeug, das Heck quasi ist verflackert, wenn man das so sagen darf. Und passt dann eigentlich ganz gut dabei. Ja, gerade hier die Würmchen rausschmeißen, dann können wir hier so ein bisschen abdrehen. Ah, sieht immer schön aus, ne? Genau. Und das ist wirklich optisch gesehen sehr, sehr cool. Auch wenn man hier so rausguckt, sieht man es dann auch. Ich hoffe, man sieht es im Video. Aber das ist richtig cool, wenn man das auf den Hangar guckt. Hat schon was. Optisch ganz nett und ja, bringt mich spielerisch nicht weiter, muss man auch ganz klar sagen. Ja, sonst sind wieder viele Fahrzeuge mit irgendwelchen Ketten ausgestattet worden, also mit diesen realistischen Ketten. Das merkt man beim Fahren unheimlich, finde ich zumindest. Das ist, die Performance geht ein bisschen runter, meiner Meinung nach. Aber es ist halt realistischer. Ich finde es gut. Ich finde es schade, dass es immer nur so häppchenweise kommt, weil wenn man Glück hat und ein Fahrzeug hat, was noch nicht umgestellt ist, ist es meiner Meinung nach noch das bessere Fahrzeug. Aber das sei es drum. Obere und untere Panzerplatten der folgenden Landfahrzeuge wurden auf volumetrische Panzerung umgestellt. Das ist ziemlich cool und dabei sind alle Tiger 2 Modelle. Das ist ziemlich geil. Bedeutet in Form, dass ihr hier einen Tiger 2, habe ich nicht irgendwo einen Tiger 2? Da ist ein Tiger 2, so. Ja, und der hat jetzt quasi als Schutz hier diese geile volumetrische Panzerung hier. Und das heißt halt, wie gesagt, dass das jetzt alles hier, wenn ich jetzt hier irgendwo auf die Ecke komme, dann habt ihr einen riesigen Panzerwert. Quasi die Panzerung wurde dementsprechend verbessert. Das ist sehr, sehr gut. Da gibt es alle möglichen Sachen dabei. Immer bei warthunder.com gucken und dann auf den auf das Update klicken. Und dann habt ihr da irgendwie alle Patch Notes ansehen. Dann ist das schon mal sehr, sehr nett. Selbst die Turmseite der folgenden Landfahrzeuge wurden volumetrische Panzerung umgestellt. Das heißt, auch der Tiger 2H, der also der hier nicht, das ist ein P. Und also der normale, der Diesel und der 10.5er haben das jetzt umgestellt worden. Das ist ziemlich nett. Fun Fact, das hier ist kein Tiger Porsche, sondern das ist zwar ein Tiger Porsche, inoffiziell. Der Turm ist nämlich gar kein Porsche-Turm. Türme kommen alle von Krupp und hatten das vordere Design davon und Porsche brauchte unbedingt welche und dann haben die einfach Dieb-Türme genommen. Fun Fact dazu. Deshalb ist die offizielle Bezeichnung hier falsch, egal. Aber das ist, naja, die werden immer so bezeichnet. Das ist dann ganz nett dabei. Lustig sehen, beim Deutschen Panzermuseum einfach mal das Special über den Tiger 2 lesen. Nicht lesen, gucken. So, viel, viel besser. Ja, dieser physikalische Ketten, das wurde umgestellt, das ist ganz nett. Dann eine Sache, die kann ich euch nicht zeigen, die könnt ihr nur selber hören, nämlich Dolby Atmos und so weiter wurde hinzugefügt. Das bedeutet, ihr könnt jetzt schön hören, was, wie, wo, von welcher Richtung kommt. Das ist ziemlich cool. DTS-X-Kopfhörer und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass ihr ja, ein viel besseres Sounderlebnis habt, sofern eure Soundausgabe das kann. Mein Headset kann das und es hört sich wirklich besser an, wirklich. Also das ist richtig gut. Und wenn ihr richtig, ich sag mal, wenn ihr gewinnen wollt, dann hört ihr dabei nicht irgendwelche Metal-Songs oder ähnliches, dann spielt ihr das über Kopfhörer oder ihr habt halt eine entsprechende Surround-Anlage, die wenigsten am Rechner angeklemmt haben, würde ich mal meinen. Ja, dann könnt ihr wirklich hören, wo was wie passiert. Ihr hört dann, wo Schüsse kommen. Jetzt eben mit den Flugzeugen im Testgebiet hört man richtig schön, dass das Flugzeug über euch wegzieht. Kann ich euch nicht zeigen, weil kann man nur hören. Ne? Und wenn ihr das jetzt auf dem Handy guckt, das hört er dann auch nicht. Das ist halt das andere Problem dabei. Aber nur, was man da erstmal hat dabei. Das ist schon ziemlich cool, finde ich zumindest.
Genauso auch die Laufrollen und so weiter. Das wurde alles so ein bisschen verbessert vom Sound her, ne? Also wenn ihr jetzt damit irgendwie über irgendwelche Hügelsteine, was auch immer fahrt, dann hört sich das anders an und man hört es wirklich, ne? Also es ist nett. Ich finde Sounds immer gut. Ich finde es auch gut, dass die so einen Sound verbessern und nicht den Sound zum Beispiel der Brownings. Wie oft wurde jetzt schon die Sounds der Waffen selber umgestellt, wo ich mir denke, habt ihr das davor, die 20 Mal davor, immer falsch gemacht? Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine 8-8 an, die gibt es ja irgendwo noch. Die schießen auch irgendwo noch. Kann man sich auf YouTube irgendwelche Videos angucken, wo irgendwelche Rednecks so ein Ding da hochjagen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich ja den Sound von dem Ding. Dann nehme ich den Sound und setze ihn dann da ein. Oder ich verändere meinen Sound, den ich schon habe, so, dass es sich dann so anhört. Wie auch immer, ich bin kein Sounddesigner, um Gottes Willen. Nur wenn ich jetzt halt das 50. Mal sage, ich baue den Sound um von irgendwelchen Waffen, dann ist das ja irgendwie nicht mehr glaubwürdig, meiner Meinung nach. Ne? Genauso wie einen Browning als Beispiel. Die gibt es ja wie Sand am Meer auf der ganzen Welt. Ne? Also die werden ja von den Amis immer noch eingesetzt. Ist jetzt nicht so schwer, an einen Browning MG-Sound ranzukommen, ne? Oder auch ein MG3 als Beispiel, ne? Also, das ist ja jetzt auch ein Browning dann dabei. Haben wir nicht irgendwo ein MG3 hier drin? Paar Bipsch nochmal. Hier, da ist ein MG3, ne? Also, muss man halt immer sehen dann dabei. Also, Sound ist cool und sehr cool. Und gerade den Maschinensound, dass du den wieder ein bisschen, weil da sind sie ein bisschen von abgedriftet, meiner Meinung nach. Das ist auf jeden Fall besser dann dabei. So, dann, jetzt müssen wir gerade mal überlegen, was hier noch so ist. Also es wurde auch, dass man das unterscheiden kann zwischen Freund und Feind. Das kann man schlecht erklären, das muss man auch hören. Und ich finde es einfach ein bisschen besser, weil, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo sitze und da fährt dann nebenan, jedenfalls Tickets vorbei, das ist immer noch ein Spiel. Und ich spiele in der Außenansicht und dann höre ich das. Wenn ich jetzt im Panzer drin sitze und da fährt ein anderer Panzer rum, dann würde ich mal meinen, höre ich das nicht. Ich bin aber auch kein Panzerfahrer gewesen, von da aus gesehen. Da bin ich zu groß für gewesen oder bin immer noch zu groß für, genau. Ja, ansonsten gibt es viele Sachen für die Seeschlachten. Wer das spielt, der darf das bitte selber lesen. Ich spiele keine Seeschlachten in diesem Spiel, weil ich sie einfach nur grottenschlecht finde. Wobei ich Seeschlachten eigentlich ziemlich cool finde, aber das macht die Konkurrenz meiner Meinung nach deutlich besser dann dabei. Es ist natürlich auch ziemlich witzig dann nachher, wenn man jetzt mal sieht bei den Seeschlachten, Hochseeflotte, dass wir jetzt einen Scharnhorst da drin haben. Historisch gesehen dann doch schon ein sehr, sehr interessantes Gefährt, sage ich mal. Und die zum Anfang gesagt haben, nee, sowas kommt da nicht rein. Ne? Also es ist dann auch mal ein bisschen, naja, mal gucken, was das so wird. Ja, ansonsten immer gucken, dass ihr für eure Fahrzeuge, die ihr gerne spielt, oder wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Premium-Fahrzeuge habt oder ähnliches, ob da irgendwelche Patch-Notes dabei sind, wo zum Beispiel drin steht, dass die, was weiß ich, dass der XM1 hier von den Amis, wo ist er, wenn man mal zeigen kann, meinen so viel da, ne? Dass der jetzt zum Beispiel nur noch Papierkügelchen wirft. Kann ja sein. Steht da nicht drin, aber wenn ihr so ein Fahrzeug habt, und das ist ja durchaus ein sehr beliebtes Fahrzeug immer noch, dann bitte darauf aufpassen, dass ihr da nicht in irgendwelche Patch Notes reinläuft, wo drin steht, dass das Ding jetzt nur noch die Hälfte an PS hat als Beispiel. Warum auch immer. Ne? Also nur, das war jetzt ein extremer Fall, dass man das bitte immer im Auge behält. Genau. Zum Beispiel, wenn ich dann sehe, jetzt hier, das könnte mich jetzt zum Beispiel treffen, oder hat mich bestimmt getroffen, Luftwaffe. Genau, guck mal, die beiden hier wurden jetzt zusammengelegt. Da hätte ich mir den dann auch sparen können dabei, weil den finde ich gar nicht so gut. Ehrlich gesagt, den finde ich den besser. Geschmackssache dann dabei. Also, wie gesagt, das wurde zusammengelegt. Dementsprechend hätte man dann sparen können. Hat man halt Pech im Nachhinein, ist ja auch egal. Sowas ist viel ärgerlicher, ne? Dass da jetzt so eine olle Seafire dabei ist. Und Seafires sind nicht schön. Die machen keinen Spaß. Naja, egal. Wir gucken mal, was das so wird. Also, da immer bitte drauf achten. Vom Änderungen im Forschungsbaum. Ist man häufig getroffen. Ich zeige euch mein Lieblingsbeispiel. Der eine oder andere wird es kennen. Mein Running Gag, der Roy Cut. Ich habe ihn, aber ich kann ihn nicht. Eigentlich habe ich ihn, aber eigentlich auch nicht. Ne? mal gucken, wann er dann wieder umgemodelt wird oder ähnliches dabei. Ich bin immer dafür, wenn man das Fahrzeug jetzt schon vorher irgendwie erforscht hat, sagen wir mal, wenn den Rattel 20, dass dann irgendwie ein Fleck gesetzt wird, wenn der Rattel 20 jetzt meinetwegen hier hinkommt oder sowas, dass ich den trotzdem erspielen kann. Weil das dann ja schon vorher drin war. Ist jetzt in meiner Meinung nach nicht ganz so schwer, das zu machen, aber naja, egal, egal. Wie gesagt, sehr viel Marine-Anpassungen dabei, wenn ich hier so durchscrolle durch die ganzen Sachen. Physik in der, also Schadensmodelle haben sich geändert und so weiter und so fort. Da am besten einmal selber lesen. Ich habe auch ziemlich wenig Ahnung im Spiel von den ganzen, Marine-Sachen, weil sie mich halt in dem Spiel nicht interessieren, muss man da einfach mal sagen. Das ist dann immer ganz nett dabei. Jetzt muss ich mal einmal kurz was lesen.
Achso, genau, das Radarwarnsystem, das ist auch interessant, ist jetzt für alle Fahrzeuge verfügbar. Es muss nicht mehr erforscht werden. Also das hat halt auch was, natürlich nur für Fahrzeuge, die das haben, ne? Also nicht mit dem Propellerflugzeug aus dem Ersten Weltkrieg ankommen, die haben das hier ja nicht dann dabei. Ne? Also nur mal so zur Info, was denn da noch gemacht wurde. B-17 BS wurden Bombenvisier hinzugefügt. Das ist zum Beispiel auch noch etwas, was ich ziemlich gut finde. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier gucke bei meinem Flieger, die hier, der hat kein Bombenvisier, ist aber ein leichter Bomber. Als Beispiel. Na, ist immer sehr schlecht zu fliegen dementsprechend. Vielleicht hatte der auch nie eins, das kann natürlich auch sein, aber ist dann ein bisschen Käse dann dabei. Naja, also, ganz wichtig, bei jedem Patch von War Thunder, guckt in die Patch Notes rein. Ich kann es nicht oft genug sagen, da gibt es immer wieder was zu lernen und manchmal auch lustige, kuriose Dinge, die dann dem einen oder anderen vielleicht erst später auffallen würden. Ne? Achso, eine Sache, die jetzt ganz groß angekreidet wurde, die ich gar nicht gezeigt habe, das ist ja ein Riesending für Gaijin gewesen und wir alle können deswegen jetzt besser schlafen. Also ich zumindest und ich denke ihr auch, wenn ihr seht, das, was jetzt kommt, das haut euch richtig vom Hocker. Und das ist jetzt kein Wind, deshalb sieht man das gar nicht. Also normalerweise ist es hier so, man könnte jetzt sagen, hier wäre irgendwo Wind und dann würde dann das wegfliegen. Also der Raum von der Kanone zieht dann nach links oder nach rechts. Das sind natürlich Sachen, auf die wir alle Ewigkeiten gewartet haben. Viel wichtiger als irgendwelche, was weiß ich, Matchmaking-Sachen oder ähnliches dabei. Das ist natürlich dann viel, viel cooler. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr sagt, oh wow, da habe ich schon mein ganzes Leben drauf gewartet, dann bitte jetzt rangehen dabei, dann geht das eigentlich ziemlich gut dabei. Ich baller hier eigentlich mal gerne auf alle möglichen Sachen. Das macht einfach nur Spaß. Egal, so. Also, ja, toll, dass es sowas gibt. Optisch mit dem Rauch, ganz nett. Optisch mit dem Flackern und so weiter, das ist cool, ja. Aber ich glaube, das Spiel hat andere Probleme. Ne? Muss man auch mal ganz klar sagen, aktuell. Man sieht es auch irgendwie so ein bisschen, man merkt so irgendwie, weiß ich nicht, dass da vielleicht bei vielen so ein bisschen die Luft raus ist. Ne? Oder es wird weniger, sage ich mal, soweit. Und ja, mal gucken, was das so wird. Bei mir, ich merke es immer, in welchem Matchmaking ich mich gerade befinde. Also wenn ich das jetzt hier spiele, dann sinkt die Kurve immer ein bisschen nach unten. Und wenn ich dann irgendwie mal sowas spiele, dann geht die wieder nach oben dann dabei. Also da muss man immer ein bisschen das in der Waage halten, sonst, naja, verdient man sich da selber den Spaß dabei. Naja, wir gucken mal. Also, werden wir mal sehen, wie es dann so wird mit dem ganzen schönen Spielchen. Und dann kriegen wir es auch hin. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachlesen von den Patch Notes. Ganz, ganz wichtig. Guckt euch das bitte an. Wenn ihr die israelische Luftwaffe spielt, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei natürlich. Das ist bestimmt interessant. Und ja, dann gucken wir mal, wie es denn so werden wird, wenn natürlich die israelischen Bodenfahrzeuge dazukommen. Das würde mich persönlich ein bisschen mehr interessieren. Wie ist das so ein Merkava? Ich habe leider keinen. Deshalb, das ist so das Fahrzeug, das würde mich interessieren. Aber auf 9.0, bis ich da bin, wie gesagt, da ist Corona zu Ende und wer weiß was schon, wann das ist. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden, wenn es wieder heißt War Thunder. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.